Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Geschwindigkeitstränke hier geholt. Hier, Trank der Geschwindigkeit. Und ich würde damit jetzt mal versuchen wollen, in der alten Kolonie hier in die Burg reinzurennen. Okay, wir haben jetzt mit Diego auch in den letzten Folgen ein bisschen mehr da dezimiert gehabt. Zum Glück haben wir da ein bisschen was dezimiert gehabt von den Gegnern. Ja. Und auch ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Wir sind ja auch schon mittlerweile Stufe 13. Aber irgendwie ist das ein bisschen, ja, hier mit den Lernpunkten und so weiter, schon ein bisschen hart, finde ich, dass es so schnell so teuer wird. Hier auf einmal 15 Lernpunkte für 5 lausige Punkte, also für einen Punkt, beziehungsweise für einen Erfahrungspunkt, so in beispielsweise jetzt Zweihand, kostet jetzt mittlerweile 3 Lernpunkte. Obwohl andere Lernsachen sind wiederum günstig noch. Und da frage ich mich, wie viel soll man hier skillen? Wie sehr haben wir hier die Möglichkeit, hier ordentlich an Lernpunkte noch zu kommen, an Erfahrungspunkte und so? Was ist das Maximalste, was wir hier bekommen können? Das weiß ich nicht, das frage ich mich schon auf jeden Fall. Man kann hier sich auf jeden Fall verskillen, das ist mir klar. Aber ja, wie sollen wir das hinkriegen? Denn okay, wir sind ja immer noch hier Akt 2. Ich gehe mal von aus, dass es 6 Akte sein werden. Und wir müssen von irgendwo auch noch für die eine Quest hier Milch organisieren, die wir aus Versehen getrunken haben. Und ja, also wir müssen das irgendwie hinkriegen. Wir haben hier noch so viel offen auch, wenn wir hier gucken. So schlechte Nachrichten, die Sonnenaloe, die schnaubende Kreatur, Fernandos Geschäfte, Beweise, das Krautpaket. Da so vieles, das ist noch echt viel. Und ich weiß momentan noch nicht, wie wir das alles lösen können. Und vielleicht wird einiges davon erst gelöst werden können, wenn wir 3 erreicht haben. Ja, Entschuldigung, ich habe auch leicht kratzigen Hals heute. Ich habe mir auch extra hier ein bisschen was zu trinken an die Seite getan. Ich habe echt einen kratzigen Hals. Da tut mir auch leid, wenn ich jetzt öfters mal bisschen Huste, sage ich jetzt mal. Genau, so. Die machen ja eh immer von selber alles zu. Und ich habe immer noch keinen Plan, wie wir die Dinger hier lesen können. Wo wir das lernen können zu lesen. Denn ich würde die gerne auch einsetzen wollen. Benutzen wollen, weil die geben ja auch noch ein bisschen Stats, ein bisschen was an Stärke, Geschicklichkeit und so weiter. Aber ja, wir gehen jetzt erst einmal wieder in die alte Kolonie und sehen zu, dass wir da jetzt es endlich in die Burg schaffen. Ich hoffe, Gomez und so weiter existieren nicht mehr. Die mussten wir ausschalten. Obwohl, mussten wir die eigentlich auch... Wir haben die auf jeden Fall in Gothic 1 ausgeschaltet, allesamt. Hier Gomez, Raven und wie sie alle hießen. Bloodwyn. Stellt sich mir die Frage, sind die überhaupt noch alle da?
Okay, Diego chillt hier. Ich speichere auch einmal, da wir jetzt hier sind. Und noch ein zweites Mal auf die 2. Ja, den Drachensnapper da, den lassen wir in Ruhe. Noch sind wir viel zu schwach für die. Aber wie tot es hier mittlerweile wirklich aussieht, das finde ich heftig. In Gothic 1 sah das noch ein bisschen grüner aus da. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ödland, wirklich. Dann wollen wir von hier darüber. Schauen wir mal, von wo wir am. Eigentlich von da hinten kommen wir am ehesten. Dahin. Beziehungsweise, ich speichere noch einmal hier. Und dann suchen wir. Da hinten war ja so ein Katapult oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas, was auf jeden Fall die Mauer eingeschlagen hatte. Da würde ich am liebsten dadurch da reinrennen. In der Hoffnung, dass man da hoch kann. Wir hatten das ja schon mal versucht und sind auch schon relativ weit dahin gekommen. So, den ersten trinken wir jetzt. Und rennen wir durch. Da vorne, da ist es. Das ist unsere Chance. Da? Ja? Nein! Wir müssen genau drauf zu, okay. So, ja. Und jetzt? Ah, hier. Okay. Okay. Wir sind hier. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Ja, Mann. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von 2 Rittern bewacht wird. Wo gibt's hier Ausrüstung? Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Wer kann mir hier was beibringen? Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Zeig mir deine Spruchrollen. Zeig mir deine Spruchrollen. So. Gürtel des Feuerläufers. Gürtel der Stärke. Okay, viel Geld haben wir ja auch nicht mehr. Und wir haben auch nicht wirklich was, was wir Doch, wir können das verkaufen und die Dinger. Und den Bogen halt. Spitzhacke brauchen wir nicht. Sonst haben wir ja nichts. Außer die Laborflaschen hier. Aber endlich wieder in der alten Burg. Ein Ritter. Boah, Entschuldigung. Das ist Tandor.
Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, okay. Was ist mit deinem Trupp passiert? Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Drachenschneide. Okay, schauen Ork schlechter. Da brauchen wir sehr viel Stärke auf jeden Fall. Warte mal. Das ist auf jeden Fall, die Drachenschneide ist eine Zweihandwaffe. Die sieht auf jeden Fall mega aus. Die will ich dann haben wollen. Wäre Armbrust. Sieht auch sehr cool aus. Aber kostet auch 2000. Eichenbogen, Kriegsarmbrust. Hier Eschenbogen, normale Armbrust. Kohle. Okay, der hat momentan nichts, was wir uns leisten können. Doba. Was willst du? Ich verstehe mich aufs Schmieden. Ich verstehe mich aufs Schmieden. So, und? Kann ich deine Schmiede benutzen? Kann ich deine Schmiede benutzen? Ich habe eine Menge zu tun, wir würden uns nur im Weg stehen. Warte doch einfach, bis es dunkel wird. Dann hauen Parlav und ich uns hin und du kannst ungestört arbeiten. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ah, die Grundsätze beherrschst du also schon. Ich kann dir zeigen, wie du deine Arbeit verfeinerst. Dann wirst du in der Lage sein, bessere Waffen herzustellen. Zeig mir, wie ich ein gutes Schwert schmiede. Kosten 4 Lernpunkte. Kannst du mir eine Waffe schmieden? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Okay, wie läuft die Arbeit? Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Okay. Parlav? Hey. Wie geht's? Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Engor? Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten. Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Wo finde ich diesen Engor? Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Hm, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Okay. So, gibt's hier noch mehr mit Namen? Kirolov? Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Mhm. Kannst du mich auch trainieren? Kannst du mich auch trainieren? Sicher. Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Okay, auf jeden Fall. Was ist mit Fernkampf? Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Einhandkampf lernen, Zweihandkampf lernen. Lass uns beginnen. Okay, hier kostet es immer noch aber 10 und 2. Das wird noch spannend. So, wer ist Uda? Er heißt Waffenknecht. Meinst du, mir geht es besser? So, wie sieht's da drin aus? Gibt's hier auch noch Leute? Achso, wir können auch wieder ganz normal laufen. Okay. Wir brauchen nicht mehr langsam zu gehen.
Keine Heiltränke. Ein Buchständer. Was ist denn das? Eine Rune. Teleport zur Burg. Ah, nice. Hier sind jetzt Runen, keine Schriftrollen zur Teleportation. Nice, dann kommen wir so immer wieder hier hin. Okay. Zu weit entfernt. Was passiert, wenn wir den Buch benutzen? Okay. Da, das lesen wir dann nur. Kriegt keine neue Erfahrung oder sowas. Keinen Lernpunkt. Nicht. Jetzt gewittert. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Milton! Unser Held aus der Barriere. Schön, dich zu sehen, Milton. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Nö. Die Namen sagen doch wir, klar, ich kenne die Jungs noch. Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Ich schon. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Was kannst du mir berichten? Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Der Schläfer wieder? Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Diego weiß ich auf jeden Fall. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schürftrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival. Er hat die Gruppen zusammengestellt. Lass uns Gorn befreien. Beziehungsweise ich frag erstmal, was seine Aufgabe ist. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen. Aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie. Lass uns Gorn befreien. Lass uns Gorn befreien. Tja, das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, nice. Da speichern wir. Wir haben Milton gefunden. Wir sind hier drinnen, haben Milton gefunden. Diego hat man auch schon gefunden. Und wissen jetzt, wo Gorn ist. Wir kriegen unsere komplette Truppe hier frei. Noch vor Akt... Also ich würde sagen, noch vor Akt... Akt 3 wahrscheinlich sogar. Parsival, wo ist Parsival? Ritter? Ritter? Boah, hier waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Haben sich aber auch verändert, die Schlafquartiere hier. Wer ist denn das? Engor? Engor ist wieder hier. Ach ne, das ist nicht der doch. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Ja? Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht?
Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Kein Problem, ich besorge euch Fleisch. Kein Problem, ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Für 2 Dutzend Fleisch, wie viel haben wir? Gebratenes Fleisch haben wir 2 Dutzend auf jeden Fall. Ich habe hier was für dich, Fleisch geben. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. 24. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hat er jetzt schwere Armbrust hier, Jagdarmbrust. Die benötigen aber auch Stärke. So, den würde ich gerne machen. Auf 120 müssen wir kommen. Aber das Fleisch hat er jetzt nicht mehr hier. Oh nö. Jetzt habe ich das ganze Fleisch weg. Verdammt. Egal, wir haben die Quest auch noch erledigt. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt suchen wir mal Parseval. Waffenknecht. Sind ja jetzt auch keine Schatten mehr und Butler und so weiter. Gerold? Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Ach krass. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merkt ihr das? Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein! Und wenn ich dir Gold zahle? Nein. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Okay. Viele interessante Fragen konnten wir stellen. Der ist aber auch richtig am Arsch, der Dude. Wo ist denn eigentlich? Hier, da ist es. Ist zu. Okay. Gut, wir gehen dann mal jetzt in die Festung mal rein. Lass uns mal abwarten. Ich hab da meine eigene Meinung. Hier in die Burg. Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja, nice. Alter, einfach mal wieder hier. Oh, was haben wir denn da? Achso. Ist das derselbe Koch von wie von damals? Die halbnackten Frauen, die hier mal am Schrubben waren, sind auch nicht mehr da, ne? Haben die es überhaupt überlebt? Parseval! Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Okay, Oryk, was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir.
Ei, Innos. Das werden wir. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garund. Er wird dir alles erklären. Okay. So. Ritter, Garund. Ist schon irgendwie komisch, hier jetzt Garund zu sehen, anstatt hier Woher kommst Gomez. Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Innos. Ich frage mich, warum ein Söldner das alles auf sich nimmt. Was willst du hier? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Wegen Silvestros Schürfstelle? Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Wie viel zahlst du, zahlst du mir für den Job? Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern zu handeln. Aber gut. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich zahle dir 500 Goldstücke, wenn du die Mission für mich erledigst. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Ich habe die 1000 Gold noch nicht. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Wie viel Gold haben wir? Wir haben nicht genug, um Gorn frei zu kaufen. Ja, gut, jetzt haben wir eine... Wir haben hier jetzt die... Oh. Aber okay, das Sumpflager können wir gar nicht mehr betreten. Da ist der Wall. Okay. Und das eine waren wir schon, das andere glaube ich auch. Nur da oben waren wir noch gar nicht. Ja, jetzt haben wir zumindest für hier wieder eine Map. Nice. Dann würde ich sagen, aber da machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg hin. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Bleibt schmutzig und ciao.